Wenn die Rente im Alter nicht reicht, springt die Grundsicherung ein. Und immer mehr Menschen sind auf diese zusätzlichen Bezüge auch angewiesen. Warum wird die Grundsicherung aber so stigmatisiert? Gut, wir stellen natürlich in unserer Sozialberatung immer wieder fest, dass die Leute, die eine sehr niedrige Rente haben und die über die Grundsicherung Hilfe bekommen, dass sie sehr dankbar sind, dass es die Grundsicherung gibt. Und deshalb sagen auch wir als OVD, als die Grundsicherung vor etwas mehr als 10 Jahren eingeführt wurde, das ist ein richtig guter Fortschritt gewesen, eine Errungenschaft für unseren Sozialstaat. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir in der politischen Diskussion nicht anfangen, die Grundsicherung als was Schlechtes darzustellen. Dass wir beispielsweise sagen, wir wollen nicht, dass die Leute zum Grundsicherungsamt gehen. Nein, im Gegenteil. Wer einen Anspruch hat, soll ihn wahrnehmen, soll sein Recht wahrnehmen. Das ist unsere Position als OVD. Unabhängig davon muss man sehen, was gibt es noch andere Ursachen dafür, dass die Grundsicherung möglicherweise nicht in Anspruch genommen wird? Ist das Antragsverfahren gut oder müssen wir vielleicht das Antragsverfahren erleichtern? Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, auch Unkenntnis wahrscheinlich über die Rechtslage. Wir müssen uns die Frage stellen, bei der Grundsicherung, die ist ja immer abhängig vom Einkommen. Und wenn sich Einkommen verändert, dann kann man natürlich in die Grundsicherung rutschen oder man kann aus dem Grundsicherungsbezug herausfallen. Müssen wir möglicherweise die Betroffenen besser informieren? All das sind Dinge, die wir diskutieren müssen. Ich glaube, es gibt eine Vielfalt von Ursachen dafür, dass die Grundsicherung noch nicht so angenommen wird, wie sie eigentlich angenommen werden müsste. Aber wie gesagt, unsere Erfahrung ist, die Menschen, die tatsächlich Grundsicherung brauchen, die sind dankbar, dass es das System gibt und deshalb darauf, das muss die Politik auch beachten. Und wenn wir jetzt eine Diskussion über Altersarmut führen, dann dürfen wir die Grundsicherung nicht als was Schlechtes darstellen. Natürlich wollen wir Grundsicherungsbezug verhindern, das ist überhaupt keine Frage, aber wir dürfen das System nicht schlecht reden, denn das war eine große Errungenschaft vor 10 Jahren. Und darauf sollten wir aufbauen. Was könnte denn ein guter Schutz vor Altersarmut sein? Eine beitragsfinanzierte oder eine steuerfinanzierte Lösung? Nun, man muss sich bei der Altersarmut immer genau die Ursachen anschauen. Wir haben ja, und das ist ja mittlerweile auch schon, glaube ich, wissenschaftlicher Konsens, wir haben eine Ursachenvielfalt, die dazu führt, dass Altersarmut steigen wird. Wir haben einerseits zunehmende Brüche in den Erwerbsbiografien, wir haben die dazu führen, dass die Menschen auch weniger Rente bekommen und wir haben auf der anderen Seite ein sinkendes Rentenniveau und beides wirkt zusammen. Und natürlich muss man erstens sehen, was können wir tun, damit die Menschen wieder bessere Rentenansprüche erwerben. Wir müssen zweitens einen Blick auf das Leistungsniveau der Rentenversicherung schauen und müssen schauen, ist es wirklich richtig, das Rentenniveau weiter abzubauen? Und wir müssen drittens natürlich auch schauen, ist die Grundsicherung, ist die sozial gerecht oder müssen wir sie noch weiter ausbauen, um das gesamte System gerechter zu machen? Und da in dieser Systematik muss man auch bleiben. Das heißt, Leistungen, die Versicherungsleistungen sind, müssen beitragsfinanziert werden. Und Leistungen, die vorrangig zur Bekämpfung von Altersarmut gehören, Stichwort Grundsicherung, die müssen steuerfinanziert werden. Denn die Grundsicherung oder die Armutsbekämpfung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, also eine Aufgabe der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und nicht nur eine Aufgabe der Beitragszahlerinnen und Zahler. Deshalb nochmal, wenn wir Altersarmut bekämpfen, müssen wir sehen, müssen wir uns die Ursachen nehmen, müssen wir schauen, wie kann man die einzelnen Ursachen lösen. Und wir müssen bei den strukturellen Unterschieden bleiben, dass eben alles, was auf der Versicherungsseite passiert, durch Beiträge finanziert wird, alles, was auf Seite der Armutsbekämpfung getan wird, muss aus Steuermitteln finanziert werden. Neben der Riester-Rente kränkelt auch das Modell der betrieblichen Altersvorsorge. Welche Zukunftschancen hat die Betriebsrente noch? Nun, das ist natürlich in erster Linie eine Aufgabe der Sozialpartner. Die Frage müsste man erstmal an Sozialpartner richten, die ja da auch beteiligt sind. Wir als OVD sagen jedenfalls, dass man den Weg, den man vor einigen Jahren eingeschlagen ist,
nämlich betriebliche Altersvorsorge auf Kosten der gesetzlichen Rentenversicherung zu machen, dass man den nicht weiter verfolgen sollte. Sie wissen, es gibt die sozialabgabenfreie Entgeltumwandlung, die ist für viele Arbeitnehmer jetzt attraktiv, weil sie zahlen geringere Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung und sparen stattdessen betriebliche Altersvorsorge an. Nur das führt zum Problem. Erstens hat die sozialabgabenfreie Entgeltumwandlung zur Folge, dass insgesamt das System der gesetzlichen Rentenversicherung weniger Beiträge bekommt. Wir haben ein Systemproblem. Wir haben zweitens ein Problem, dass über die komplizierte Rentenanpassungsformel durch die sozialabgabenfreie Entgeltumwandlung die Rentenanpassungen geringer ausfallen und die heutigen Rentner im Prinzip belastet werden. Also wir haben das System hat einen Nachteil und die heutigen Leistungsbezieher haben einen Nachteil. Aber auch die Leute, die jetzt einsparen, haben einen Nachteil, weil sie natürlich eine Lücke in der Rentenversicherung bekommen, die sie durch die Entgeltumwandlung erst wieder schließen müssen, bevor die Betriebsrente wirklich oben auf die gesetzliche Rentenversicherung draufkommt. Also wir haben eigentlich drei negative Effekte. Und deshalb meinen wir, ist die spannende Frage, die wir uns alle stellen müssen, wie können wir die betriebliche Altersvorsorge, die ja wichtig ist, aber wie können wir sie so fördern, dass es nicht auf Kosten einer der anderen Säulen geht? Das ist, glaube ich, die zentrale Frage, die wir uns jetzt in der nächsten Zeit stellen müssen. Und in dem Zusammenhang stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie kann man die betriebliche Altersvorsorge gerade für kleine und mittlere Betriebe attraktiv machen, die eben nicht die Möglichkeiten haben wie die Großbetriebe oder die Großindustrie, wo eben starke Sozialpartner an einem Tisch sitzen.